Moin Leute, Trimax hier. Es ist ein neuer Brawler rausgekommen in Brawl Stars. Ein Heavy Metal Drachenreiter. Dragon Force hat einen Song dazu gemacht. Der ist mir zu rockig ein bisschen. Deswegen lassen wir hier erstmal Everybody einfach laufen. Wir kaufen uns den direkt. Und der soll ultra OP sein und nervig sein. Und wir wollen ihn komplett bis zum Limit durchpayen. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne Kanal abonnieren. Wir haben noch 5 Tage Zeit, dass ich nochmal Master erreiche, dann wäre ich Triple Master. Das sieht gestört heftig aus. Aber die Zeit ist knapp. Einfach abonnieren, um es nicht zu verpassen. Und im Shop gibt es auch einen Creator-Code. Ah, guck mal. Du unterstützt momentan keinen Creator. Der hält nur 7 Tage. Trimax eingeben, abschicken, fertig. Kostet euch keinen Cent, hält 7 Tage, ist geiler Support. Vielen Dank an jeden Einzelnen. Über 54.000 Leute machen das monatlich da draußen. Danke. Jetzt kaufe ich mir das Ding. Das ist aber ganz schön viel, oder? Ich kann ihn nur spielen, wenn ich 24 Euro ausgebe. Das ist ja ganz schön viel, oder nicht? Du bist jetzt startklar. Tank. Draco zieht jede Nacht alle Aufmerksamkeit auf sich, wenn er seinen aufblasbaren Drachen reitend ein Feuerwerk zündet. Mit dröhnender E-Gitarre und seinem feuerspuckenden Gefährten beflügelt er die Fantasie des Publikums. Legendärer Brawler Tank. Das kommt noch alles dazu. Das brauche ich alles nicht. Das sind ja hier nur Pins und Skins und so, ne? Tag 7. Okay, am Ende gibt es nochmal Bling. Jetzt habe ich ihn freigeschaltet. Okay, cool. Oh, geil. Ich hatte alles noch genug übrig. Perfekt. Ah, jetzt ist die Frage, was ist Stecker? Wisst ihr das schon? Letztes Gefecht. Darauf kann 2 Sekunden lang nicht mehr unter einen Trefferpunkt fallen. Dass er hier eine Trinder mehr ult. Das nehmen wir. Ausrüstung, Damage und Shield, oder? Damage und Shield ist so allrounder. Star Power, enthüllen. Alle 5 Sekunden macht der nächste Lanzenstoß getroffene Gegner verwundbar. Verwundbare Gegner leiden 5 Sekunden lang um 35% erhöhten Schaden. Solo-Drache, Chef-Aktivierung außerdem 2700 wieder Trefferpunkte wieder her. Nee, das erste ist geiler. Alle 50, wir können mal alle ausprobieren, wir können mal beide ausprobieren. Was ist das für ein Scheiß? Ich habe 24 Euro ausgegeben. Kann ich mir den Skin nicht kaufen? Dragon Rider, Pain Provider. Du musst zuerst das vorige Angebot kaufen. Kann ich aber nicht. Okay, ich habe alles. Max, du bist auf einer Trophäe. Wir gehen erstmal Solo-Showdown erstmal rein. Wir spielen erstmal eine Runde, bis was? Bis 100 Trophäe spielen gegen Bots, ne? Okay, da war sie so angedamaged, ja? Okay, die Angriffe gehen auch durch. Krass, ich kann alle 3 mitnehmen. Geil. Okay, der Drache ist krank. Ich habe mein Gadget auch angemacht, wenn er mich getötet hätte. Je weiter weg, desto mehr Schaden. Oh, das kann ja dann ziemlich ein High-Skill-Brawler werden, ne? Epic. Okay, er muss sich so ein bisschen kurz verwandeln. Was ist das denn? Digga, das, sowas habe ich noch nie gespielt. Was sagen die Pros dazu? Ich bin unbesiegbar und brenne alles weg. Wenn man ein Ult ist, bekommt man 25% weniger Schaden. Und dann kann ich mich noch 2 Sekunden unbesiegbar machen. Bixte meinte 7 von 10, Semantic meinte 8 von 10. Pff, ist das ein Dinosaurier oder ein Drache? Das ist ein Drache. Digga, der ist... Wieso? Ich habe kein Power-Up und Two-Shotte den. Das war perfekt auf Max Range gehalten, aber 2 Shots als Tank? Digga, ich bin Tank. Boah. Boah, frecher Versuch. Abhauen, abhauen, abhauen. No, wieder weg, wieder weg. Ich hab Gadget gezogen. Ich dachte, er greift mich. Er engaged mit sich, obwohl ich 6000 HP nur hab. Das war deine einzige Chance, gefühlt zu gewinnen. Jetzt hat er Ult. Was heißt das? Ich weiß immer noch nicht, was der kann. Digga, war also... Also bitte. Ich chill vor ihn, lauf in ihn rein mit 5000 HP. Er greift mich nicht an. Ich dachte, er hat einen Plan B und dann feedet der mich. Also manche sind gerade im unteren Trophäenbereich noch nicht so high-skilled. Okay, auf wen gehen wir? Ja, doch, wir greifen die Bahn an. Holt an, rein.
Ich greife einfach mal alles an. Sorry. Sorry dafür, Leute. Ich brauche schnell meine Ult wieder aufladen. Zack, One-Shot. Ult anmachen. Idiot wegbrennen. Ganze Lobby getötet. Fertig. Auto-Aim eher mit der Ult. Ja, ich pre-fire auch gerne so ein bisschen den Lauf. Ich finde den richtig geil. Ich habe richtig Bock, den zu spielen. Der ist tanky, macht Damage. Und du hast... Du bist ein solider Tank. Und dann hast du deinen Drachen und wirst OP. Ähnlich wie in League of Legends so ein Gnar. Weißt du? Oh, macht er gut. Aber... Reicht. 13 Power ab. So, mal gucken, ob sich jeder Bock hat auf mich. Ich bin ein Tank mit einem Heiden Damage. Und ich habe 2 Sekunden Unbesiegbarkeit. Und ich habe einen Flammenwerfer, der reicht für die ganze Lobby. Na, komm mal her. Hoffentlich one-shotte ich ihn nicht. Ich werde mich noch verwandeln. Stört man nicht vom Gas. Ein Power-Up, Flo. Sehr gut, Flo. Greift mich an. Ja, genau so. Gut, Assassin. So ist gut. So ist gut. Weiter, weiter, weiter. Oh, ich bin unbesiegbar. Ich habe 7 Attacks von denen getankt und lebe immer noch. Ich kann ihn fast one-shotten. Der perfekte Brawler für mich. Flo hat alles gegeben. Ausweichen, links, rechts, hinter mich springen, Assassin rein. Und ich laufe einfach da irgendwie im Kreis. Ja, ja, kriegt das, probier hier. Kriegt das mit der breiten Hitbox zu tun. Angecurved. Boah, die ärgert sich, die ärgert sich. Hohoho, wie dumm! Das ist es. Das ist krass. Der ist sehr schnell. Sehr tanky. Sehr viel Damage in seiner Ult. Der kann richtig krass werden im 3 gegen 3. Der kann dem Team richtig helfen. Oh, shit! Friss! Scheiße! Sorry für die Ausdrucksweise, aber das war perfekt getimed. Gadget aus der Hölle. Tötet sie mit 1 HP. Weggeburstet während der 2 Sekunden, wo ich unbesiegbar bin. Perfektes Gadget. Ja, so kann das Ding ziemlich stark werden. Ich habe fast den Grifter noch weggeholt, ne? So, hau mal ab, Mann. Geil, Mann, wie man diese Mech aus ihrem scheiß Roboter rausbrennt. Amber kontert mich aus der Hölle. Hä, was soll das? Boah, das ist knapp. Amber ist Hard-Counter. Aber wenn ich in 2 Sekunden genug Damage rausbringe, kann man das noch drehen? Soll es nicht so offensiv spielen? Ja, man soll nicht so offensiv spielen in Showdown, in Solo-Showdown. Hol dir einen Solo-Showdown-Code. Ich bin gar nicht so ein großer Fan von Solo-Showdown, weil da muss man sehr, 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 sehr defensiv spielen. Was will die? Wieso greift die mich einfach so an? Guck, was will die? Was will die? Wie schlecht? Wie schlecht? Guck mal, wie schlecht! Wie schlecht? Hallo? Boah, ist der Rabe weggebrannt. Danke für die Power-Ups. Wenn mich jetzt hier scheiß Shaco nochmal killt, raste ich aus. Hab ihn. Das war erstmal Solo, bis ihr das Ding kennenlernt. Maximale Range Attack mit seinem aufgeladenen Angriff. Dann seine Ult rein. Dann ist er ultra schnell. Schön tanky. Geile Mechanik. Er ist sehr stark. Bringt Bock, aber er ist, glaube ich, nicht ultra overpowered, dass er genervt werden muss, glaube ich. Wir werden ihn nochmal im 3 gegen 3 spielen. Ich möchte ihn auf 1000 Trophies hochpushen. Wir wollen auch noch, klar, die 50.000 Trophies. Digga, ist das hier rockig. Die 50.000 Trophies erreichen und Triple Master. Das wird ziemlich knapp, diese Season, ne? Schreibt eure Meinung sehr gerne zu Draco in die Kommentare. Denkt ihr den Creator-Code, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.